5 haben wir Gangster. Das ist Gangster 2. Es gibt auch mal Gangster 1. Und es kostet 5,49 €. Sehr teuer, deswegen haben wir auch nur Platz 5. Und es unterstützt kein Game Center. Ist eigentlich wie GTA. Ich weiß nicht, ob ihr GTA kennt. Auf jeden Fall kommt ein Gameloft-Logo, ist von dem Gameloft-Spiel. Da steht jetzt, in diesem Spiel verwendete vulgäre Ausdrucksweise soll nicht zur Nachahmung anregen. So, das dauert jetzt etwas, denn hier oben steht jetzt 20%. Bei Gangster 1 hat das total lange gedauert. Also das hat echt genervt. Jetzt müssen wir einen kleinen Augenblick warten. Möchten wir uns für entschuldigen. Wir hatten schon mal ein kleines Gameplay dazu gemacht. Das könnt ihr in unserer Playlist Gameplays angucken. Genau, und jetzt steht da, Touchscreen berühren, weiter. Und ihr könnt neues Spiel machen, weiter, Optionen. Wir gehen einfach mal auf Optionen. So, Effekte und alles. Dann könnt ihr Steuerung, Neigen. Das ist jetzt über den Bewegungssensor haben wir eingestellt. Und bei Sound gehen wir noch einmal rauf. Genau, da könnt ihr das in Playlist einstellen. Also eure Songs, die ihr auf dem Gerät habt. Und ja, oder ihr könnt einfach so einen Radiosender von aus Miami hören, auch wenn es nicht echt ist. Da oben habt ihr noch Gameloft Live. Also, ich bin angemeldet bei Gameloft. Es ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. Und wir drücken oben auf dieses Ding und sind wieder im Menü. Wir machen jetzt einfach mal weiter. So, ich habe aus Versehen neues Spiel einmal gemacht. Es ist mir der Fehler passiert. Und ja, wir fangen an. Die erste Mission ist, wir sonst ein Auto holen. Auto holen machen wir jetzt aber nicht, denn ja, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall müssen, also fahren tut ihr. Da links ist eine Bremse, rechts ist Gaspedal und ihr steuert über den Bewegungssensor. Oder ihr könnt einstellen, dass links ein Lenkrad ist. Total cool eigentlich. Und ihr habt, wenn ihr auf die Karte drückt, Pause, macht einfach mal ein Lenkrad als Steuerung. So, wie man da sieht. Ich bevorzuge den Bewegungssensor, nur wir haben jetzt leider hier keine Waffen, das ist das Blöde. Also da ist dann echt wie GTA. So, jetzt haben wir hier die erste Mission sozusagen schon abgeschlossen und jetzt ein kleiner Straßenkampf. So, den haben wir besiegt. Und jetzt müssen wir sein Auto klauen. Aber wir machen jetzt weiter mit Platz 4. Da haben wir für uns euch Touch Hockey. Kostet 79 Cent. Also ich glaube, diese Art von Sportart kennt ihr alle. Ich weiß nicht, wie es in echt heißt, Air Hockey oder so. Hier heißt es auf jeden Fall Touch Hockey. Unterstützt, soweit ich weiß. Das finde ich sehr blöd an dem Spiel. Da ist eine Werbung, das ist voll Erpressung. Da steht, upgrade and never see it at the game. Was so viel heißt, lade es dir runter und du siehst das nie wieder. Also der lädt da ganz lange. Und da das soll dann halt so nerven irgendwann, dass man das dann einfach runterlädt. Und das Spiel unterstützt doch Game Center, wie ich gerade oben die Werbung gesehen habe. So, jetzt hat das fertig. Dann drückt ihr auf das rote Kreuz und das machen wir einfach mal. Spiel starten. So, ihr bewegt immer den roten und müsst dann kicken. Ist total witzig. Man kann auch gegeneinander spielen, also auf einem iPod mit zwei Menschen sozusagen. Genau, über Bluetooth. Könnt ihr auch über Game Center machen? Nicht über Bluetooth. Auf dem Bildschirm. Ach so. Dann halt man den so. Ach so, ja, klar. Auf jeden Fall echt witzig. Wie gesagt, unterstützt Game Center, kostet 79 Cent. Es ist eine Demo-Version davon vorhanden, also sozusagen eine kleine Version. Und wir machen weiter mit Platz 3. Fly Control kostet auch 79 Cent, unterstützt auch Game Center. Hatten auch schon ein Review zu Fly Control gemacht. Hatten wir schon zu mehreren Apps, zu Mega Jump und anderen. Ja, und wir gehen jetzt auf Play. Ihr könnt euch verschiedene Landebahnen aussuchen und ihr müsst die Flugzeuge auf einer Linie steuern. Und wenn sie weiß werden, haben sie ihre Bahn gefunden und irgendwann sind es wirklich sehr viele Flugzeuge. Nachher kommen noch Hubschrauber und so kleinere Flugzeuge und irgendwann wird es echt stressig. Und der Highscore ist jetzt hier 6. Wie gesagt, ich habe die ganzen Spiele neu. Also ich war mal beim Mediamarkt und da war der Highscore irgendwie 400 oder so. Also da gibt es echt gute Leute. Wie jetzt schon, und wenn man sich näher kommt mit den Flugzeugen, ich hoffe, es wird jetzt hier so, ja, fangen sie so an, eine Warnblinkung auszugeben. Und wir könnten jetzt eigentlich mal einen Crash simulieren bei den nächsten Flugzeugen. Lenken wir mal das auf das Kleine, so. So, und dann haben wir verloren und wir machen weiter mit dem nächsten Platz. Platz 2, AppBox Pro, kostet auch 79 Cent, unterstützt kein Game Center. Wir hatten auch schon einen
kleines Review in einem Video Top 5 Apps gemacht. Da hatten wir sozusagen was zu erzählen. Und ja, wir sind jetzt in der Anwendung Batterie. Wir haben jetzt 75% iPod Touch. Da könnt ihr sehen, wie lange ihr noch Internet machen könnt, wie lange ihr Videos angucken könnt, so lange ihr Musik hören könnt und sowas. Und ihr habt hier viele nützliche Dienstprogramme, Umrechner, Währung umrechnen, kann man alles brauchen, was hier ist. Kilometerrechnung, Preis, sozusagen ein kleines Protokoll, meine Ausgaben sozusagen. Und auf der nächsten Seite habt ihr noch sozusagen das App Yahoo. Also Yahoo ist eigentlich ein App, das kann man sich einzeln kaufen, das ist hier mit drin. So, auf jeden Fall echt eigentlich ganz nützlich dieses. Ihr habt da noch sehr viele andere, ihr könnt da noch so Online-Spiele und Google Mail und alles. Und wir machen weiter mit unserem Platz 1. Stuntbiker. Hatten auch schon ein Review davon gemacht. Kostet 79 Cent. Unterstützt Game Center. So. Wir müssen einen kleinen Augenblick warten. So, wir gehen einmal auf Option. Ihr könnt dann den Sound einstellen, also ausstellen und einen Geist. Also der Geist zeigt dann eure vorherige Fahrt an, wie ihr da gefahren seid. So, und wir gehen einfach mal auf New Game. Ihr könnt da nichts freischalten, also ihr braucht da nichts freischalten. Ja, und wir fangen an. Man kann auch noch Zusatzstrecken kaufen, die kosten 79 Cent, das wären dann 5 Stück, aber es ist eigentlich ganz schön teuer und auch eine sozusagen Abzocke. Ja, und es gab heute ein Update. Ich weiß nicht. Es gab schon länger. Ja, also es ist neu, wir haben den 7. und da habt ihr eine neue Strecke. So. Hier oben seht ihr jetzt die Meldung, Willkommen back, Mr. iPod Touch Tester M4, unterstützt Game Center. Und wir könnten jetzt auch mal einen Unfall simulieren. Machen wir gleich. Also es ist echt Übung und man kann Loopings und alles machen. So, die Strecke haben wir, machen wir einfach mal die nächste und dann, da werden wir am Ende mal einen Unfall machen für euch. Und jetzt zeigen wir nochmal euch einen kleinen Trick, dass man eine Art Kürbiskopf bekommt. Ja, wir wissen aber noch nicht, was es nützt. So, jetzt müsst ihr den iPod nach hinten schwingen. Ups. Also, na, ja, da haben wir ihn. Ein Kürbiskopf geht so Halloween-mäßige Musik an, wenn wir jetzt Ton an hätten. Und wenn ihr wisst irgendwie, was das bringt, irgendwie dann sagt es uns einfach bitte. Oder ist es einfach nur zum Spaß? Wollen wir mal sehen. So, und jetzt haben wir einen schweren Unfall gemacht. Das wäre ein Genickbruch und wir sind tot. Man zerfällt in mehrere Teile, also man sieht, das Motorrad zerfetzt. Und ja.